Thank you.
Wir sind dem Napo bis zum Amazonas gefolgt. Wochenlang nichts als Dschungel. Phillips hat das Fieber gepackt, weshalb ich den Mistkerl die letzten Tage durch diesen gottverlassenen Dschungel schleifen musste. Nachts hielten mich seine Schreie wach. Er fantasierte, er wäre über und über mit Schlangen bedeckt. Die Erschöpfung drohte uns zu übermannen, als wir plötzlich eine kleine Ansiedlung am Fuße eines uralten Tempels erreichten. Die Einheimischen gaben uns zu essen und pflegten Phillips, bis sein Fieber abgeklungen war. Als ich ein wenig herumfragte, erfuhr ich, dass es ganz in der Nähe einen zweiten, nahezu identischen Tempel gibt. Sobald Phillips wieder bei Kräften ist, werden wir die Tempel erkunden. Diese Reise wird also doch nicht umsonst gewesen sein. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. ¿Tuviste noticias de tu hija últimamente? ¿Crista? ¿Ah? ¿Está bien? Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Thank you.
Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Laura. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Verpiss dich! Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. O Herr, danke für deine Gnade.
murieron por tu culpa. Se suponía que debía... ¿Cómo te fue hoy? Estuviste tomando muestras de su vida. Das hier ist ein bisschen ungewöhnlich. Es zeigt Schafe, Lamas und Ziegen, obwohl ein einzelner Bauer normalerweise keine drei Herden unterschiedlicher Tiere hüten würde. Dieses eine Lama, allein auf dem Hügel, das muss der Inka-Gott Urkuchilai sein. Er galt als Beschützer der Tiere und wurde oft als Lama dargestellt. Das hier ist eine Huldigung Urkuchilais, mit der die einheimischen Hirten demjenigen danken, der ihre Herden beschützt und so ihre Lebensgrundlage bewahrt. Es ist ein aus billigem Plastik und Kupfer hergestelltes Werbemodell eines Ölbohrturms. An seinem Sockel findet sich das Logo eines Unternehmens namens Porvenir. Dieser Stern ist Allfahrt. Dieser deformierte Schädel ist flacher und länger als gewöhnlich. Obwohl einige Leute darin den Beweis sehen, dass die Inka Kontakt mit Außerirdischen hatten, ist das Ganze vermutlich eher das Resultat einer Kopfbandagierung, einer menschlichen Dieses präkolumbianische Keramikgefäß stellt offenbar die Unterhaltung zweier Götter dar. Die Glyphen zwischen ihnen sind nicht zu entziffern. Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Es ist zu jung, um Bernstein zu sein, also ist es vielleicht Kopal. Es riecht jedenfalls fantastisch. Die Waffe, zu der diese Griffe einst gehörten, ist in der Feuchtigkeit des Dschungels verrostet und zerfallen. Da ist etwas eingraviert, es ist kaum zu entziffern. Percy Fawcett. Aber wir müssen tausende Kilometer von seiner letzten bekannten Position entfernt sein. Hier ruht Rawley Rimmel, ein Freund. 1925. Der Kanopa dient als Gefäß für Opfergaben wie
Zinnober wurde im Altertum zur Herstellung helloranger Farben. Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund.